und herzlich willkommen zu den Nintendo News. Und ich übertreibe jetzt nicht, wenn ich sage, heute sind wir pickepacke voll mit Nintendo Superstars. Und deswegen jetzt ganz flott die Themen. Raserei vom Allerfeinsten. Mario Kart 7 ist endlich da. Knubbelei für Detektivanwärter, Professor Layton und der Ruf des Phantoms. Hüpferei in rosa-rot. Kirby kehrt auf die Heimkonsole zurück. Und Kämpferei im Spielzeugladen. Super Pokémon Rumble. Wir beginnen mit dem größten Nintendo-Star überhaupt, natürlich Super Mario, und bei dem Herrn, da geht es Knall auf Fall. In der letzten Ausgabe der Nintendo News haben wir uns ja schon ausführlich mit Super Mario 3D Land auseinandergesetzt. Und jetzt geht der Spaß in die nächste Runde, natürlich für Nintendo 3DS. Und heute heißt das Spiel, das wir euch vorstellen möchten, Mario Kart 7. Ich bin großer Fan, die Redaktion auch. Es hat genau 2 Sekunden gedauert, bis wir im virtuellen Kart saßen, als wir dieses Paket vom Postboten entgegengenommen haben. Und wir haben nicht nur Items gesammelt, nein, auch erste Eindrücke, und die zeigen wir euch jetzt. Mario! Sage und schreibe, 32 Rennstrecken finden sich in Mario Kart 7, und auf denen hat sich einiges getan. Das Motto lautet diesmal im wahrsten Sinne des Wortes: zu Land, zu Wasser und in der Luft. Denn dank neuem Gleiter und Heckpropeller können die Mario Karts jetzt auch unter Wasser fahren und elegant durch die Lüfte gleiten. Dabei hat uns besonders gefallen, dass diese Neuerungen nicht nur auf den 16 neuen Strecken zum Einsatz kommen, sondern auch auf den 16 rund erneuerten Klassikstrecken aus vorherigen Teilen. Auf diese Art ergeben sich auch für Mario Kart-Veteranen der ersten Stunde neue Möglichkeiten für Abkürzungen, und selbst die vertrauteste Piste birgt neue Geheimnisse. Und auch bei den Items, die jede Mario Kart-Partie erst zum richtigen Nervenkitzel-Erlebnis machen, hat sich einiges getan. Zu den altbewährten Klassikern wie den verschiedenfarbigen Schildkrötenpanzern, Pilzen, Bananenschalen und, haben sich jetzt 3 Neuheiten eingereiht. Zum einen wäre da die Feuerblume, dank der ihr, wie schon in Marios Jump'n'Run-Abenteuern, eure Gegner mit Feuerbällen vom Bildschirm fegt. Zum anderen hat Mario das Blatt aus Super Mario 3D Land auch gleich mitgebracht. Fahrt ihr über eines dieser Laubstücke, verpasst ihr eurem fahrbaren Untersatz einen Tanuki-Schwanz, der euer Kart rotieren lässt und Hindernisse und Gegner in der unmittelbaren Nähe von der Strecke putzt. Jetzt werden sich natürlich die Gewieften von euch denken: Sie redet hier von 3 Items, zählt aber nur 2 auf, kann das Fräulein nicht rechnen? Doch, doch, aber Vorfreude ist halt die schönste Freude. Jetzt ist Mario Kart 7 draußen und ihr könnt rausfinden, was das 3. Item ist. Ich gebe euch einen kleinen Tipp: Das 3. Item versteckt sich im Namen des Spiels. Ich sag's nochmal: Mario Kart 7. Kleiner Tipp nochmal von mir: Es ist nicht Mario und nicht Kart. Da muss man ein bisschen grübeln. Oh yeah, Mario! Apropos grübeln, jetzt kann man wieder grübeln, rätseln und tolle Abenteuer erleben mit Professor Layton. Ja, der 4. Teil ist draußen, der heißt Professor Layton und der Ruf des Phantoms. Und in diesem Spiel muss unser Gentleman-Detektiv ein mysteriöses Wesen jagen, das ein ganzes Dorf in Angst und Schrecken versetzt. Und an euch ist es nun, diesen Fall zu lösen. Und sehr spannend für alle Layton-Fans ist, dieses Spiel ist ein Prequel. Das heißt, die Story spielt vor den 3 bisher erschienenen Spielen. Wir erfahren also nun, wie Professor Layton und der kleine Luke sich kennengelernt haben. So startet der Professor nicht mit seinem üblichen Gehilfen Luke ins Abenteuer, sondern mit der reizenden Assistentin Emmy. Die 2 lernen ganz am Anfang der Geschichte einen kleinen Jungen kennen, der den Weltuntergang prophezeit. Sein Name? Luke Triton. Er kann ganz genau voraussagen, wann und wo das Phantom das nächste Mal zuschlagen wird. Und dieses Mysterium muss dringend vom Professor gelöst werden, bevor die Leute aus Miss Tellery zu mehr als nur Immobilienschaden kommen. Neben der neuen Story könnt ihr aber weiterhin das geliebte Spielprinzip genießen. Ihr bereist die verschiedenen Schauplätze und versucht, hinter das Geheimnis des Phantoms zu kommen. Die viel verzwickten Rätsel, die sich dabei den Ermittlern in den Weg stellen, sorgen für wochenlang Knobelspaß. Rund 170 Kopfnüsse warten auf euch. Darunter Schiebepuzzle, Rechen-, Such- und Logikaufgaben und sogar die ein oder andere Scherzfrage.
Wir in der Redaktion finden, dass selten der Anfang eines Videospiels so packend und fesselnd war wie bei Professor Layton und der Ruf des Phantoms. Und wie auch bei jedem anderen Teil von Professor Layton haben die Spielemacher wieder besonders viel Wert auf die Geschichte und die Filmsequenzen gelegt, die deswegen grandios geworden sind. Summa summarum kann man sagen, Professor Layton und der Ruf des Phantoms ist ein großartiger Rätselspaß für unterwegs und ab jetzt draußen. Schön, Sie wiederzusehen, Professor. Auch der folgende Nintendo-Held hat in letzter Zeit eine Auszeichnung für Fleiß verdient und die Rede ist hier von Kirby. Ich fasse mal kurz zusammen. Im letzten Jahr Kirby und das magische Garn für Wii, allgemein bekannt als eines der kreativsten Jump'n'Runs überhaupt. Dann in diesem Jahr Kirby Mass Attack für Nintendo DS und jetzt in kürzester Zeit das dritte Kirby-Spiel, Kirby's Adventure Wii für Wii natürlich. Und wenn wir uns bei Kirby-Spielen eins sicher sein können, dann es wird knallebunt und super lustig. Kirby hat gerade ein leckeres Stück Erdbeerkuchen gefunden, König DDD versucht Kirby das Leben schwer zu machen und Meta Knight sitzt mysteriös wie eh und je auf einer Wiese. Das Leben geht also seinen gewohnten Gang im Dreamland, bis plötzlich ein riesiger Sternenkreuzer auf die Erde herabfällt. Das Weltraumgefährt gehört dem kleinen Magolor und es ist nun eure Aufgabe, die über das Dreamland verteilten Zahnräder und Einzelteile der Lore, so heißt der Sternenkreuzer übrigens, zu finden. Was nun folgt, ist ein Kirby-Abenteuer, wie es klassischer nicht sein könnte. Kirby bewegt sich durch seitwärts scrollende Level, in denen er Gegner einsaugen und ausspucken oder aber ihre Spezialfähigkeiten annehmen und anwenden kann. Kirby's Adventure Wii ist bereits seit einigen Tagen draußen und hier ist sehr lobenswert der Multiplayer-Modus. Schon bei Kirby und das magische Garn konnte man ja zu zweit zocken und jetzt wurde der Multiplayer-Spaß verdoppelt. Also kann man Kirby's Adventure Wii jetzt mit bis zu 4 Spielern spielen. Auch unsere Freunde, die Pokémon, haben ein neues Abenteuer. Super Pokémon Rumble ist ein Riesenspaß für alle Pokémon-Sammler, Kämpfer und Kenner. Und dieser Nintendo 3DS-Titel, der hat's mächtig in sich. In Super Pokémon Rumble schlüpft ihr in die Rolle eines Spielzeug-Pokémon und kämpft euch durch verwinkelte Areale. Das Besondere daran, ihr kämpft in Echtzeit, nicht rundenbasierend, so wie ihr es aus anderen Pokémon-Spielen kennt. Das ist nicht nur rasant und flott, sondern geht auch richtig zur Sache. Zunächst startet ihr mit einem Pikachu in das Abenteuer. Doch durch die Kämpfe erhaltet ihr ständig neue Pokémon, aus denen ihr euer ganz eigenes Team formen könnt. Über 600 Pokémon sind in Super Pokémon Rumble versteckt und warten darauf, von euch gefunden und im Kampf eingesetzt zu werden. Bei 600 Pokémon bin ich mir ganz sicher, dass jeder sein Lieblingsteam zusammenstellen kann. Und es gibt natürlich obendrauf noch eine super spannende Geschichte. Und zwar gibt es überall im Spielzeugland Lichtbrunnen, die dazu da sind, dass die Pokémon sich nach dem Kampf dort regenerieren können. Jetzt versiegen die aber nach und nach. Und eure Aufgabe ist es jetzt, herauszufinden, wer dafür verantwortlich ist. Somit ist das erste Pokémon-Action-Abenteuer auf dem Nintendo 3DS gelandet. Ein Riesenfest für alle Pokémon-Fans und für die, die es werden wollen. Übrigens habe ich da noch einen sehr spannenden Hinweis für alle Spieler der Pokémon-Edition Schwarz und Weiß. Und zwar seit dem 15. November bis zum 31. Januar könnt ihr euch bei teilnehmenden Händlern das legendäre Pokémon Darkrai sichern. Dann bringt einfach euer Spiel und euer Nintendo DS mit und dann könnt ihr euch Darkrai per Geheimgeschehen schnappen. Das war's fast von den Nintendo News für dieses Mal, aber eins wäre da noch. Wir befinden uns ja jetzt in der Adventszeit und am Ende dieser kommt Weihnachten. Meiner Meinung nach das schönste Fest des ganzen Jahres, wenn da nicht zwei Fragen wären. Erstens, was wünsche ich mir? Und zweitens, was soll ich meinen Lieben schenken? Und wir haben jetzt die Lösung. Und zwar geht einfach auf die Website, die hier gerade eingeblendet ist und da findet ihr den Geschenkfinder. Das ist ein sehr spaßiges Tool und am Ende bekommt ihr genau die richtige Inspiration, was zu euch passt, was zu Muttern passt, zu Vater, zu Schwester, zu Bruder, Cousine, dritten Grades und Schwippschwager. Es ist die Lösung. Also und damit entlasse ich euch eine fröhliche Adventszeit. Viel Spaß beim Weiterzocken und auf Wiedersehen.